Oh, Vater. Hallo, Mr. Bouvier. Hallo, Mr. Holmes. Ja, Caitlin? Wie du aussiehst. Gefällt's dir nicht? Oh, doch. Caitlin, sei respektvoller gegenüber deinem Vater. Wen haben wir denn hier? Wen haben wir denn hier? Noch sehe ich gar nichts. Moment, aber hier sehe ich was. Eine Halskette. Könnte okkult sein, ne? Ein okkulter Gegenstand. Könnte es sein. Und ich denke, es ist ein okkulter Gegenstand. Aber wer weiß das schon? Hier haben wir erstmal nichts. Moment, hier sind noch mehr okkulte Gegenstände. Sie besucht einen Gefangenen? Echt? Eine Liebeskette. Finger sind super geschnitten. Aha. Schnitte. Das sieht nicht nach einer Unfallverletzung aus, um ehrlich zu sein. Das sieht... Denkt ihr? Ja, wir kennen die noch nicht. So, was haben wir noch? Können wir das eigentlich noch... Noch eins haben wir noch. Können wir das eigentlich noch mal ändern? Ich blick da immer nicht durch. Ob wir das dann noch mal ändern können? Haben wir noch irgendwas hier oben? Der Hut oder so? Die Augen? Mund? Nase? Hals? Irgendwie? Schnitt? Knöpfe? Haben die irgendwas zu sagen? Was ist denn hier drüben? Hier drüben, das interessiert nicht. Na doch, das ist ja die. Das ist ja immer noch die Kette. Halt, Moment. Kein. Ja, stimmt. Sie ist nicht verheiratet. Ob wir die Analyse bestätigen, weiß ich noch nicht. Aber anscheinend schon. Weil. Ich müsste doch erstmal mit ihr reden. Ich habe doch noch gar keinen. Es ist doch nur so eine Vermutung. Aus nichts geboren. Oder? Sehr merkwürdig. Alice ist Sherlock Holmes neue Nachbarin. Sie ist jung und hübsch. Und sie scheint sich gut mit Kindern zu verstehen. Noch unverheiratet. Die Liebeskette, die sie trägt, deutet auf eine Verbindung zur Unterwelt hin. Sie hat schwierige Zeiten, Selbstmordversuche, nach dem Schmucksurteil ist sie am Okkulten interessiert. Ja, das haben wir jetzt so einfach mal gesagt. Miss Alice hat mir über ihre ganzen Reisen erzählt, Vater. Sie war schon überall auf der Welt mit ihrem eigenen Vater. Ihre Tochter ist reizend. Und sie war an Bord des Orient Express, als er angegriffen wurde. Oh, was für ein Traum. Genau. Sie ist so einfallsreich und kreativ. Das erinnert mich daran, dass ich Sie fragen wollte, ob Caitlin mich besuchen kann, um ihr Klavierspiel zu üben. Warum nicht? Wieso wollen wir ablehnen? Warum lehnen wir ab? Nicht verheiratet, Selbstmord, Besuch Gefangenen, okkulter Gegenstand. Warum sollten wir ablehnen? Ohne Erklärung, kein gutes Instrument. Kates Ausbildung. Das ist nett, aber ich habe beschlossen, dass Kate mit dem Klavierspielen aufhört. Oh Vater, was sagst du denn da? Caitlin, wir sind Nachbarn. Wir werden uns wiedersehen. Bis dahin lasse ich dir dieses Buch hier. Vielen Dank, Miss Alice.
Das war völliger Nonsens. Ich gebe zu, das war völliger Nonsens, was ich da gesagt habe. Achso, wir könnten jetzt uns... Nee, ich weiß gar nicht warum. Was holen wir uns denn ra... Obwohl, das sieht doch schon mal gut aus hier. Freizeitanzug. Ich weiß noch nicht, um was es geht, deswegen... Also ich sag mal, in dem London, ne, da gibt's echt nur gutes Wetter. Wirklich unwahrhaftig nur gutes... Das war Blödsinn, was ich da gesagt habe. Mit der Ausbildung. Ich wusste gar nicht, was das bedeutet, um ehrlich zu sein. Ausbildung. Um was geht's eigentlich jetzt? Achso, zur Preisverleihung. Genau. Müssen wir hier irgendwas machen? Mein Analysetisch. Hilfreich bei meiner Arbeit. Ah. Schade, dass wir hier nicht mehr durchschauen können. Und auf die spannen, ne? Was war nochmal hier? Ach, das ist das Zimmer von der Kleinen. Ja, das war völliger Quatsch. Aber schön. Boah, das ist ja... Hat sie das gezeichnet? Also wenn sie das gezeichnet hat, dann ist sie wirklich ein Naturtalent. Nicht schlecht. Nicht schlecht, sag ich dazu. So. Auf geht's. In die Kutsche und zur Preisverleihung. So, Kutscher! Kutscher! Ach, Watson geht ja nicht mit, ne? Hat er ja gesagt. Wohin wollte er? Schon wieder vergessen. Ich hab's, um ehrlich zu sein, schon wieder vergessen. Haben wir schon Herleitung? Warte mal kurz. Schon mal kurz. Moment, gibt's nichts. Okay. Die Statue war es. Sie hat Zacharias getötet. Beruhigen Sie sich, Sir Charles. Sie stehen unter Schock. Lassen Sie uns arbeiten. Was kann ein einfacher Inspektor wie Sie schon machen? Sie haben keine Ahnung. Ein einfacher Inspektor? Also wirklich? Und da kommt Mr. Holmes. Lestrade, haben Sie etwa auch einen Preis gewonnen? Sehr witzig, Mr. Holmes. Gehen Sie nach Hause. Die Siegerehrung fällt aus. Hier wurde jemand ermordet. Wirklich? Und ich dachte, ich komme wegen dem Preis. Ich weiß. Ich habe Sie auf der Spielerliste gesehen. Gehen Sie. Sie wollen mir nicht gratulieren? Was? Halten Sie mich für so naiv? Zuerst wird hier jemand ermordet und dann tauchen Sie ganz zufällig auf. Was für eine Überraschung. Oh, Sie übertreiben wieder maßlos, Lestrade. Tun wir doch einfach so, als ob ich ein einfacher Berater sei, Ihr ergebener Assistent. Ach, also gut. Das Clubmitglied Zacharias Greystoke wurde gegen 4 Uhr morgens getötet. Dort drüben. Jetzt lassen Sie mich arbeiten. Das werde ich gerne tun, Inspektor. Haben Sie das Clubhaus durchsucht? Wozu? Die Tat hat sich draußen ereignet. Wie lauten denn die Fakten? Es ist recht offensichtlich. Der Täter wollte den Maya-Kalender stehlen. Zacharias Greystoke erwischte ihn dabei. Der Täter griff zur erstbesten Waffe, die er finden konnte, zum Speer der Statue, und tötete ihn. Danach floh er, als gerade Sir Charles aus dem Clubhaus kam. Leider konnten wir keine Spuren jenseits der Mauer des Clubs finden, als ob sich der Täter in Luft aufgelöst hätte. Sehen Sie sich selbst um. Und genau das machen wir. Wir schauen uns um. Und sehen nix. Ach doch, wir sehen was. Kratzer auf dem Stein. Wir sehen Kratzer auf dem Stein. Wir sehen einen Polizisten. Ja, bevor wir aber
schauen wir uns hier mal noch ein bisschen um. Spuren von Metall auf Stein. Verrückt. Das sind Teile des Podests. Die hier runtergefallen sind. Ein Teil der Befestigung der Statue. Interesting. Das Befestigungseisen ist kaputt. Wahrscheinlich angesägt, könnte ich mir vorstellen. Die Fläche ist beschädigt. Das sieht echt aus wie... Das kann doch nicht hier so runde brechen, oder? Spuren von Metall auf Stein. Die Statue hat sich offenbar von ihrem Podest gelöst. Ja, das ist klar. Die war ja aus Eisen, das habt ihr ja... Das hat ja... Die Statue von Tekun Uman. Das hat ja Holmes gleich gesagt, ne? Na gut. Schauen wir uns noch weiter um. Insbesondere den Toten sollten wir uns mal anschauen. Ach du grüne Neune. Das ist ja eine Hinrichtung. Das Gehäuse hat Kratzer und Dellen. Das ist wohl wahr. Ist noch irgendwie was zu sehen? Also, dass das Gehäuse Kratzer und Dellen hat. Ach so, man kann es noch aufmachen. Das ist ja super. Tissot-Uhr, Schweiz, 1855. Diese Uhr ist alt und wertvoll. Sie hat viel durchgemacht. Und sieht vor allen Dingen cool aus. Greystocks Ordner mit einigen Dokumenten. Das ist doch der Maya-Code. Diese Abbildungen stellen Maya-Symbole dar. Trockene Blätter. Sie erzeugen Geräusche, wenn man auf sie tritt. Greystoke hat das wohl getan. Ja, aber hat ihn jemand gehört? Wahrscheinlich er nicht. Was haben wir hier? Das Geld wurde nicht genommen. Ja, war also kein Raub, ne? Dieser Speer kam von der Statue auf dem Podest. Am Opfer fehlen keine Wertgegenstände. Der Treffer war gut gezielt und kräftig. Oh ja. Eindeutig. Wenn man Lestrade glaubt, war dieser Maya-Kalender der Grund für den Mord. Ja, aber wenn er der Grund für den Mord war, warum steht er denn noch hier? Möchte ich mal so beiläufig fragen. Also wenn man hier drüber läuft, und warum ist gerade hier ist Laub und an keiner anderen Stelle? Hat irgendwas mit dem Grammophon zu tun? Nee. So, da ist er. Ja, wartet mal, wir wollen mal mit dem Polizisten hier sprechen, ob der irgendwas zu sagen hat. Stets zu Diensten, Mr. Holmes. Ja. Das ist nett. Allerdings hilft uns das nicht weiter. So. Stets zu Diensten, Mr. Holmes. Auch du? So, wir schauen mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Wir sollten vielleicht auch mal ins Clubhaus rein. Moment. Ein zerbrochener Ast. Jemand ist auf den Baum und dann über die Mauer gesprungen. Jetzt, wo du sagst. Also, das ist hier sein Fluchtweg auf alle Fälle. Kann ich helfen, Mr. Holmes? Das ist ja der Fluchtweg.
Hab doch gerade. Okay. Interessiert anscheinend niemand, dass das der Fluchtweg ist. Wollen wir erstmal mit dem sprechen, ehe wir reingehen? Sir Charles, können Sie mir genau beschreiben, was geschehen ist? Ah, Mr. Holmes. Nun, um die Siegerehrung vorzubereiten, entschied ich mich, die Nacht über hier im Club zu bleiben. Ich saß alleine am Tisch, als ich ein lautes metallisches Geräusch und einen schrecklichen Schrei hörte. Ich rannte raus und fand den leblosen Körper von Zacharias. Und bei meiner Ehre, ich sah die Statue von Tekun Umman wegrennen. Er sah die Statue wegrennen? Sie sahen die Statue wegrennen? Es war zwar dunkel, aber ja, ich bin mir sicher. Sie rannte weg und machte dabei ganz schreckliche metallische Geräusche. Und das Podest ist jetzt leer. Sehen Sie nicht? Woher haben Sie eigentlich den Maya-Kalender? Aus einer anonymen Spende. Wir erhielten ihn vor dem Turnier zusammen mit der schriftlichen Bitte, ihn dem Sieger zu überreichen. Ist der Kalender wertvoll? Oh, nicht wirklich. Er hat natürlich einen historischen Wert, aber abgesehen davon ist er nicht viel wert, Mr. Holmes. Kannten Sie das Opfer? Ja, natürlich. Zacharias Greystoke. Er ist... Er war ein Clubmitglied und exzellenter Bootsspieler. Aber warum war er zu der späten Stunde hier? Oh, ich weiß nicht. Darf ich ins Clubhaus gehen? Das dürfen nur Mitglieder. Anderen darf ich das nicht erlauben, außer es liegt ein Durchsuchungsbefehl vor. Ich denke mal, im Clubhaus, da entscheidet sich allerhand. Das ist ein Edelstein von schlechter Qualität. Was haben wir denn hier? Eine Einladung. Wartet mal. Das muss ich mir mal genau anschauen. Harrison Annual Meeting, jährliches Treffen. Und was willst du jetzt wissen? Sozial aktiv? Wenn es jährliches Treffen ist, ist er bestimmt sozial aktiv. Würde ich jetzt sagen. Das ist das Symbol. Wird wahrscheinlich politisch sein. Kenne ich mich aber wenig aus. Könnte auch eine Verzierung. Ich denke, es ist politisch. Wenn es irgendwie die Krone ist, kenne ich mich zu wenig aus in der englischen Politik. Was haben wir denn hier? Ist es nicht das Johannide? Ach nee, Militärabzeichen. Richtig. Und hier haben wir noch einen Ring. Der ist verheiratet. Mit wem eigentlich? Wir lassen es mal so. Sir Charles Yellingham ist der Leiter des Bowls Clubs des Archäologischen Instituts von London. Er war früher Soldat, eine angesehene Infanterieeinheit. Sir Charles ist verheiratet, macht einen wohlhabenden Eindruck. Allerdings täuscht dies offensichtlich. Er ist in der Tory-Partei politisch aktiv und scheint ein aktives Sozialleben zu haben. So, was haben wir hier? Ne, halt, warte mal. Wir müssen aus dem Rasen, auf dem Rasen lagen trockene Blätter. Es sieht so aus, als ob der, genau, als ob der Täter die Absicht dort ausgelegt. Warum, ne? Warum? Wir müssen noch erfragen, warum sich die Statue vom
Und der Maya-Kalender ist der Hauptpreis. Das müssen wir noch erfragen. Ne, im Archiv natürlich. Aber erfragen müssten wir das hier noch, ne? Ansonsten müssen wir dann ins Archiv. Kann das uns eigentlich er hier sagen? Ein Mord. In meinem Club. Da geht er hin, unser guter Ruf. Oder... Ja, wir dürfen ja hier nicht rein. Oder warte mal, wir schauen nochmal hier rein. Da. Ich würde ja gerne nochmal nach der Statue fragen. Vielleicht kommen wir doch irgendwie rein. Aber ich glaube nicht. Wenn es uns nicht gestellt ist, ist es uns nicht gestellt. Aber vielleicht nur Mitglieder, ne? Nur Clubmitglieder haben Zutritt. Ich verstehe. Gehen wir nochmal zu Lestrade. Und vielleicht kann uns der was über die umgefallene Statue sagen. Ansonsten gehen wir erstmal in die Baker Street, schauen ins Archiv. Und was ist mit der Statue? Bisher unklar. Ich denke, der Dieb hat sie mitgenommen. Irgendwie. Wer auch immer da zu Werke gegangen ist, war gut ausgerüstet. Oh, scheint so. Dann gibt es da noch Sir Charles' Version. Aber... Fahren Sie fort. Er sagte, er sei alleine an seinem Schreibtisch gesessen, als er einen Schrei hörte. Er ging hinaus und sah Greystoke am Boden liegen und... Ob Sie es glauben oder nicht, er sagt, auf dem Grün sei in der Nacht sonst niemand gewesen, außer der Statue selbst, die davonrannte. Sie meinen, die Statue könnte die Tat begangen haben? Interessant. Interessant? Eher absurd, würde ich wohl sagen. So wie Ihre eigene Version, meinen Sie? Die Statue springt. Und protest und flieht. Vielleicht sollten wir aber erst erstmal schleudert die Statue den Speer, richtig? Dann wird unser Freund hier getroffen, richtig? Ach so, nee, halt. Moment. Auf die Blätter tritt er. Ist da... Wisst ihr, was das sein könnte? Blätter haben irgendwas ausgelöst. Die Blätter haben irgendwas ausgelöst. Nämlich vielleicht irgendein Mechanismus, dass diese Statue den Pfeil geschleudert hat. Aber wann kommt Sir Charles aus dem Clubhaus? Was hat er gesagt? Nachdem er getroffen wurde, oder? Ich würde sagen, jetzt ist die Frage. Die Statue springt vom Podest. Das hat er gesehen, ne? Also müsste doch das hier die... Vier sein, aber es könnte auch sein, dass es anders ist, dass erst Sir Charles rausgekommen ist und dann hat er gesehen, wie die runterkommt. Das ist eigentlich eher anzunehmen. Obwohl, der sieht die jetzt dort weggehen, ne?
Ich glaube, das war andersrum. Nein, so lief das nicht ab. Richtig. Ich weiß. Entschuldigung. Ich habe es jetzt erst gesehen. Ja, wartet. Wir haben es gleich. So. Also. Ganz klar. Greystock. Zack. Dann. Zack. Du schleuderst deinen Speer. Der wird getroffen. Batsch. Sir Charles kommt aus dem Club. Ja, das wollte ich ja gleich so machen. Aber ich hatte das unterschätzt. So, Sir Charles kommt aus dem Clubhaus. Und dann schauen wir uns das Ganze mal von der anderen Seite an. Ich wollte ja nur mal das vom Balkon aus anschauen. So, und dann geht hier die Statue. Zack. So, los geht's. Warum? Aha. Da hüpft er runter. Wie ja, das hat er ja auch gesagt. Sicher. Greystoke wurde offenbar angegriffen, als er sich dem Kalender näherte. Und wurde durch den Speer der Statue von Tekun Uman getötet, die vom Podest sprang und über die Mauer floh. Und das ist doch recht merkwürdig. So, wir müssen auf alle Fälle noch, na? Na gut, wir können auch noch mal kurz fragen hier. Nun, Mr. Holmes, was denken Sie als mein Berater? Meine Folgerungen ähneln den Aussagen von Sir Charles. Meine Güte, Sie denken, die Statue war es? Es deutet alles darauf hin, dass der Speer vom Podest ausgeworfen wurde und Mr. Greystoke den Täter nicht bemerkte. Bestimmt. Die Journalisten werden ihre Version lieben, Mr. Holmes. Ich würde gern das Opfer und seine persönlichen Sachen untersuchen. Ja, Sie haben mich immerhin zum Lachen gebracht. Also gut, ich erlaube Ihnen die genannten Untersuchungen bei Scotland Yard, aber nicht mehr. Das ist nett. Das ist wirklich herzallerliebst. Wollen wir nochmal mit ihm hier sprechen? Können wir nochmal mit ihm sprechen? Ich glaube eher nicht. Ne, wir gehen jetzt erstmal... Ein Mord in meinem Club. Da geht er hin, unser guter Ruf. Ja. Ne, wir gehen jetzt erstmal in die Baker Street zum Archiv. Was sagt die Polizei? Wissen Sie irgendetwas? Die wissen gar nichts. Wir gehen jetzt mal zum Archiv. Schauen, was das mit diesem Wappen da auf sich hat. Und dann schauen wir... Wahrscheinlich müssen wir dann sowieso wieder... nochmal hin zur Baker Street, weil wir irgendwas finden wahrscheinlich, was wir analysieren müssen mit unserem Chemielabor. Naja, machen wir halt doppelte Arbeit, ne? Was soll's. So, wir gehen jetzt erstmal ans Archiv und untersuchen den Maya-Kalender. Der Maya-Kalender, was könnte das sein? Geschichte? Maya. Die Maya-Zivilisation, die ein Zentrum im tropischen Hochland in der Region, die heute als Guatemala bekannt ist, hatte, erreichte ihren Höhepunkt an Macht und Einfluss im 6. Jahrhundert, genau nach Christus. Die Maya glänzten vor allem in den Bereichen Landwirtschaft, Töpferei, Hieroglyphen, Schrift, Kalender, insbesondere die Kalendererstellung sowie Mathematik und hinterließen eine Vielzahl von beeindruckenden architektonischen und symbolischen Werken. Vor der spanischen Eroberung Guatemalas bildeten die Quiche die größte Maya-Volksgruppe. Der Name bedeutet so viel wie viele Bäume und leitet sich vom bewaldeten Hochland ab, in dem die Quiche lebten. Tekun Uman war der letzte Herrscher der Quiche und kämpfte mit seiner Armee gegen die spanischen Eroberer. In der Schlacht bei El Pinar fiel Tekun Uman, als der Speer von Don Pedro de Alvarado seine Brust durchbohrte. Ach, guck an.
Der Legende nach soll Dekon Oman selbst nach seinem Tod sein Volk beschützt haben. Da, gefunden. Aber wollten wir nicht... Ja. Aber wollten wir nicht noch nach dem Wappen das suchen? Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf darauf zurückgreifen. Nach diesem politischen... Mein Archiv. Ich kann bei Bedarf darauf zurückgreifen. Wahrscheinlich doch nicht, ne? So, ich... würde sagen... wir machen für heute Schluss. Und ich sag schon mal ciao. Und ihr seht mich noch mit der Kutsche fahren. Also vielmehr Sherlock Holmes. Thank you.